9. Januar 2011 wurde unter Beteiligung von rund 50 Mitgliedern und Freunden der NPD das Bürgerbüro des Landesverbandes Bremen im Stadtteil Bremerhaven-Suhrheide eröffnet. Somit wurde der erste feste Anlaufpunkt für die kommenden Wahlkampfmaßnahmen in Bremen geschaffen. Unter Führung von Jens Püse und Matthias Faust will die NPD im Mai dieses Jahres in die Bremer Bürgerschaft einziehen. An diesem Ziel wird bereits jetzt ehrgeizig gearbeitet. Durch die Fusion mit der DVU steigt die NPD verstärkt und hochmotiviert in den Wahlkampf ein. Die feierliche Eröffnung des Büros wurde vom Wahlkampfleiter Jens Püse vollzogen. Wir möchten also heute hier, sind wir zusammengekommen, das nochmal zur Erinnerung zu bringen, heute hier die Geschäftsstelle, das Bürgerbüro der NPD, die Volksunion, hier in Bremerhaven offiziell eröffnen. Es ist also so, dass dieses Bürgerbüro, und wir haben diesen Titel also ganz bewusst gewählt, soll also nicht dann nur eine verwaltungstechnische Einrichtung sein, sondern wir möchten also dieses Bürgerbüro als direkten Anlaufpunkt hier für die Bürger in Bremen und auch in Bremerhaven nutzen, um mit den Bremer und Bremerhavener Bürgern direkt ins Gespräch kommen zu können. Es sind also einige Dinge geplant, um dieses Bürgerbüro also mit Leben zu erfüllen. Ich will jetzt nur einige Stichpunkte dazu nennen. Wir möchten zukünftig sehen, dass wir hier eine Treffmöglichkeit für Jugendliche bilden. Wir möchten also sehen, wer also auch außerhalb unserer Gemeinschaft sagt, ich habe im privaten Rahmen, möchte ich mich mal mit Freunden treffen. Das ist hier jederzeit möglich. Wir möchten sehen, dass wir hier und das ist auch gerade auch aufgrund der Arbeitslosigkeit und der Hartz-IV-Zahl hier in Bremerhaven besonders wichtig. Wir werden hier zukünftig eine Hartz-IV-Beratung einführen. Wir wollen hier direkter Ansprechpartner für die Bürger sein, für die Probleme und Sorgen und die Nöte der Bürger. Und darüber hinaus bin ich also offen für alle Vorschläge. Ich habe mit einigen im Vorfeld ja schon gesprochen, was könnte man noch alles machen. Wir haben in unseren Reihen einige Unternehmer. Es wäre doch immer interessant, diese Unternehmer hier regelmäßig zusammenkommen zu lassen, zu sehen, was kann man eventuell gemeinsam machen, welche Projekte kann man gemeinsam anschieben, man kann sich austauschen und so weiter. Und liebe Freunde, ich bin also in dieser Richtung für alle Vorschläge offen. Kommt zu mir, nutzt diese Möglichkeit des Bürgerbüros. Ab Anfang Februar wird dieses Bürgerbüro auch täglich von einem Kameraden direkt besetzt sein. Wir werden also hier direkt ansprechbar sein und kommt darauf zu, nutzt das, holt euch Material ab, treibt Propaganda und macht was. Ich darf dann den Landesvorsitzenden Horst Görmann und den Parteivorsitzenden bitten, unsere Geschäftsstelle zu eröffnen. So, Glück auf! In seinem Grußwort beglückwünschte der NPD-Parteivorsitzende Udo Vogt den Bremer Landesverband zum neuen Büro und ging auf die politische Lage im Wahlkampfjahr 2011 ein. Wir brauchen in diesem Land wieder soziale Gerechtigkeit. Geld ist in diesem Land genug da, wenn es endlich nur wieder für Deutsche ausgegeben und eingesetzt wird. Der ehemalige DVU-Vorsitzende und jetzige stellvertretende NPD-Vorsitzende Matthias Faust betonte die Ernsthaftigkeit des Anliegens, im Bundesland Bremen parlamentarische Verankerung zu erreichen. Für uns muss das Ziel sein, dass die NPD endlich auch wieder in den sogenannten alten Bundesländern in Fraktionsstärke in ein Parlament einzieht. Und da bin ich mir sicher, das wird Ende Mai die Bürgerschaft von Bremen sein. Trotz unbedeutender Störversuche am Rande konnte mit der Eröffnung des Büros ein Startschuss für die Aufgaben der nächsten Monate gegeben werden.